Mut. Teilweise das richtige Umfeld in Form von dem Umgang mit Scheitern. Also sprich, das, was ich gerade gesagt habe, Trial and Error, ist etwas, wo Deutsche, glaube ich, Probleme mit haben. Beziehungsweise bei den Amerikanern sagt man ja, fail fast, fail cheap. Die Deutschen wollen nicht failen und versuchen deswegen gar nicht erst. Das ist, glaube ich, so ein kulturelles Problem, was uns langsamer macht.